Die Politik ist bereit zum Feiern. Es ist das traditionelle Stadtteilfest auf dem Dreesch in Schwerin. Der Ort am Fuße des Fernsehturms ist symbolträchtig. Bis zum Mauerfall und auch kurz darüber hinaus stand der 136 Meter hohe Turm für die Erfolgsgeschichte der größten Plattenbausiedlung der DDR. In Anlehnung an die guten alten Zeiten feiert die Drescher Bevölkerung das eigene Fest immer noch gerne hier. Die Stadtpolitiker machen fleißig mit. Schließlich bietet der Dresch den größten Wählerstamm Schwerins. Irgendwo im bunten Getümmel ist auch die beliebte Stadtteilmaus unterwegs. Denn es geht schließlich um die Mäuse. Jene Mäuse, die auch der Politik fehlen, um den Stadtteil mit rund 24% Arbeitslosigkeit wieder zu beleben. Also mit dem Können, das ist manchmal ganz schön schwierig, wie ich das so festgestellt habe. Aber vielleicht müssen sie ein bisschen mehr wollen und mehr auf uns, die Menschen, und auf mich die Maus hören, weil ich bin ja viel in den Stadtteilen unterwegs. Hier gibt es noch so viel zu tun und ganz besonders im Müßerholz, in unserem anderen Stadtteil. Wir brauchen hier noch schöne Wohnungen, wir brauchen schöne Spielplätze. Wir brauchen natürlich auch Geld, sonst ist das alles gar nicht möglich. Das heißt, wir brauchen noch Mittel für die soziale Stadt. Ortswechsel, Schweriner Schloss. Der Ministerpräsident Erwin Sellering und die Finanzministerin Heike Polzin präsentieren stolz den noch ofenwarmen Haushalt für die kommenden 2 Jahre. Die gute Nachricht lautet, es werden keine neuen Schulden gemacht. Die Gesamteinnahmen für 2014 liegen bei knapp 5,5 Milliarden Euro und fallen somit rund 105 Millionen Euro höher aus als in diesem Jahr. Merke, die Ausgaben liegen dabei ca. 80 Millionen Euro über der alten Finanzplanung. Das Erfolgsrezept, ein paar Mäuse geschickt totsparen. Ja, das Wichtigste ist eben, dass alle an einem Strang ziehen, dass allen klar ist, wir können uns nicht zusätzlich Dinge erlauben. Wir schauen in die ärmeren westdeutschen Flächenländer und sagen, wir können uns eben in keinem politischen Bereich mehr leisten als die. Da machen wir einen Vergleich und sagen dann aber auch, sparen, konsolidieren ist wichtig, aber wir müssen natürlich auch politische Schwerpunkte haben. Ortswechsel, Parchim, die Berufsschule. Im Zuge der Kreisgebietsreform soll diese zur Zweigstelle mit Hauptsitz in Ludwigslust degradiert werden. Stadtpolitiker befürchten den kompletten Untergang der altehrwürdigen Bildungsstätte. Bei einigen Gerichten im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist der Untergang eine beschlossene Sache. Die sonst zurückhaltenden Juristen machen nun ihrem Ärger auf der Straße Luft. Alles in allem heißt es, keine rosige Zukunft und sinkende wirtschaftliche Attraktivität für die Region. Was hilft da eine attraktive Finanzplanung? Wir geben weiter viel Geld aus, damit Wirtschaft entsteht, Arbeitsplätze entstehen, damit die Menschen hier Arbeit haben. Nur so werden wir ja auch aus eigener Kraft leben können. Wir sorgen dafür, dass es Kindern und Familien gut geht, denn das ist die Zukunft von morgen. Und wir bilden in der Schule die Kinder bestmöglich aus. Da haben wir ja dieses neue Programm, dass wir jedes Jahr 50 Millionen mehr ausgeben, damit Schule noch besser wird und Kinder noch bessere Chancen haben. Am Fuße des Fernsehturms hieße es im bestmöglichen Falle die soziale Stadt. Ein bundesweites Programm zur Förderung von sozial schwachen Wohngebieten. Diese Quelle wird gerade von der schwarz-gelben Regierung in Berlin versiegelt. Die Ersatzmäuse dafür sind im Landeshaushalt zunächst einmal nicht eingeplant. Und die beliebte Drescher Stadtteilmaus kann leider auch nicht zaubern.